Wunderschönen guten Morgen aus dem Orakelhain, jenem verwilderten Garten im Tarot, Teil im Tarotgarten. Und ich begrüße ganz herzlich dich, lieber Roy, aus Hamburg zugeschaltet. Ja, ich freue mich, dass du dabei bist. Einen wunderschönen guten Morgen bei strahlendem Sonnenschein. Freue ich mich mal, mich in den Orakelhain zu begeben. Ja, genau. Wir haben uns ja jetzt schon, glaube ich, 2 Wochen nicht mehr gesehen. Dazu Dreiviertel Ewigkeit. Dreiviertel Ewigkeiten. Aber ich glaube, wir haben unsere kleine Fangemeinde der Orakelkarten beisammen. Und ja, sie sind schon ein bisschen eingegroovt, einige, weil sie vorher mit mir im Zauberwald waren. Nun im Orakelhain, so ist das in der Geheimnisakademie. Es gibt einfach unglaublich viele Möglichkeiten, sich zu tummeln. Heute haben wir ein ziemlich spannendes Thema, das interessanterweise ein bisschen mit dem korrespondiert, was ich vorhin gesprochen habe. Da habe ich nämlich, lieber Roy, über den Huntsman gesprochen. Das ist sozusagen im Forest of Enchantment ein Pendant der Gerechtigkeit. Geht's um Richter und um Dieb. Und ich muss ganz kurz hier nochmal dich noch ein bisschen, ja, so ist besser, in Szene setzen. Ja, ich habe mich natürlich ein bisschen mit den Karten im Vorfeld beschäftigt, finde sie ziemlich spannend. Und vielleicht magst du kurz erklären, weil du hast jetzt Zusammensetzungen so getroffen. Wir sprechen ja immer 2 Orakelkarten. Wie du darauf gekommen bist, dass Dieb und Richter zusammenzutun. Ich meine, es liegt irgendwie auf der Hand, aber was ist noch der Hintergedanke? Ja, der Hintergedanke ist, dass wir ja hier die Gegensätze haben. Ne? Mhm. Der Dieb, der auf der einen Seite für sich was macht, ja? Im besten Fall stiehlt er sich davon, im schlimmsten Falle klaut er was, und der Richter, der im Prinzip dann wieder zusammenfügt, was durch den Dieb verschwunden ist. Ja, das sind so für mich logische Zusammenhänge, die sich da ergeben. Ja, das finde ich spannend. Und warum braucht es diese Gemeinsamkeit, ne, von Dieb und Richter? Man könnte natürlich auch andere, bildlich würden anderes auch passen, aber für mich war das aus der Logik heraus die Erklärung, warum diese beiden Karten zusammengehören. Einfach nur nochmal auch zur Erklärung für diejenigen, die eventuell jetzt auch zum ersten Mal zuschauen. Die traditionellen Orakelkarten sind nicht nummeriert, besitzen also keine natürliche Reihenfolge. Das heißt, die Zusammenhänge, so wie du sie gerade dargestellt hast, Roy, die erschließen sich demjenigen, der sich mit ihnen beschäftigt hat. Und der, es werden natürlich auch andere Polaritäten oder denkbar. Selbstverständlich. Das ist ja auch jedem gegeben. Für mich war es einfach darum eine Logik, weil eben Dieb und Richter zusammengehören. Ne? Der eine, der für sich was nimmt, sich seine Gesetzmäßigkeit erschafft, und der andere, der die Gesetzmäßigkeit exekutiert, indem er einfach ein Urteil fällt. Mhm. Also mir erschließt sich das sofort. Wir hatten ja, glaube ich, auch mal zuerst auch noch ein anderes Paar, hattest du mal vorgeschlagen. Ich weiß aber gar nicht mehr, was es war. Hier. Richter und Offizier. Aber das war für mich jetzt eine logischere Lösung. Ich glaube, wenn man sich, das ist nochmal ein Hinweis darauf, wenn ihr euch mal mit den Karten beschäftigt, ihr werdet vielleicht auch andere Paare für euch finden, aber das ist das Ergebnis der Beschäftigung damit. Und ich glaube, dass es lohnt sich, und es lädt ja ein dazu, selber Zusammenhänge herzustellen, gerade weil es eben jetzt noch nicht vorgegeben ist. In eurem Buch, das ich gleich mal an dieser Stelle nochmal hochhalte, traditionelle Orakelkarten, wir haben 2 Exemplare. In dem, auf das ich mich natürlich hauptsächlich beziehe, klassische Karten, moderne Deutsche, das hast du mit der Kirsten zusammen verfasst. Ja.
Da seid ihr einfach alphabetisch vorgegangen. Also die sind alphabetisch sortiert. Ja, das haben wir in allen unseren Büchern so gehalten, weil es die einzige Herangehensweise ist, die wir auch von vom Ferdinand Beatnik Verlag in Wien mehr oder minder kennen. Und es ergibt ja deshalb allein schon Sinn, weil wenn ich was nachschlagen möchte, dann schaue ich halt wahrscheinlich in alphabetischer Reihenfolge nach. Ja, klasse. Ich denke mal, wir wollen uns mal die beiden Karten insgesamt anschauen. Also die Dynamik zwischen beiden, glaube ich, ist ziemlich sinnfällig. Ich finde auch, dass die beiden wirklich gut zusammenpassen. Ich habe auch immer so, wenn die jetzt so beide nebeneinander liegen, habe ich so das Gefühl, der Dieb, der geht da durch die Türe durch und läuft dem Richter direkt in die Arme. Ja, das kann natürlich passieren. Wir wissen es nicht. Es gibt keine Erklärung, ob wir hier wirklich den Aufbruch des Diebes sehen, dass er durch die Tür gehen möchte, oder ob er was aus seinem Schrank rausnimmt. Also streiten sich wahrscheinlich noch in 100 Jahren die Geister darüber. Die Gelehrten sozusagen. Wir haben die Orakelkarten-Gelehrten. Ja, Ja. Ja, vielleicht ganz kurz noch zum Richter, der, ja, sagen wir mal, mehr Symbolik hat auf seiner Karte. Klassischerweise besitzen die Orakelkarten keine so tiefgehenden Symboliken wie jetzt die Tarotkarten, sondern sie sind an sich ein Symbol, würde ich mal sagen. Man muss, um sie zu verstehen, und das finde ich das Schöne bei den Orakelkarten, jetzt nicht großartig in Symbole Lexika wälzen, sondern man kann sie, glaube ich, von sich aus gut verstehen. Weil sie auch in ihrer klaren Bildersprache und in ihrem Titel eigentlich jedem sofort was sagen. Jeder weiß, was ein Dieb und was ein Richter ist. Und nur zur Erinnerung auch nochmal, dass die Orakelkarten aus der Biedermeierzeit stammen und daher vielleicht manchmal von der Anmutung her uns ein Rätsel geben, weil wir vielleicht mit der Mode nicht mehr so ganz vertraut sind oder mit bestimmten Eigenschaften aus dem historischen Kontext, aber da bist du ja ziemlich bewandert. Der Richter wird wohl in dieser Zeit auch so ausgesehen haben, wie er auf diesem Bild abgebildet ist. ja, und auch beim Höchstgericht tragt man als Richter Talar. Also diese schwarze. Das ist die Amtskleidung. Bei Hochschulprofessoren habe ich mir sagen lassen, wenn sie diese Verleihung von Titel, dann tragen sie Talare, übrigens auch in angelsächsischen Räumen. Im Raum auch die Priester in den Kirchen, in den protestantischen Kirchen tragen Talar. Das ist ihre Amtskleidung, genauso bei Richter und Anwälten. Ist ja bei uns, glaube ich, nicht mehr so üblich, aber beim Bundesgerichtshof, glaube ich, da haben wir diese roten Roben und auch diese Kappen, die sie aufsetzen. Man kennt es so aus Filmen noch und ich glaube, in England ist das noch üblich, dass sie dann auch so eine Perücke auch aufhaben. Nee, die Perücke wurde abgeschafft. Ach, wurde abgeschafft. Das Die rosa Perücke wurde abgeschafft. heißt, da haben sich bestimmt einige Richter gefreut, denn ich stelle mir die nämlich ziemlich unbequem Die vor. waren aus Rosshaar gefertigt und das könnte an heißen Tagen doch den einen oder anderen Effekt hervorgerufen Da haben. läuft einem dann die Soße runter. Und es sollte ja ein würdevolles Amt sein. Aber ich glaube, dass gerade die Farbe Schwarz, um das nochmal, weil es mir gerade einfällt, das haben ja die beiden Karten irgendwo gemeinsam. Sie sind beide dunkel-schwarz, aber hier hat das beides zwei unterschiedliche Bedeutungen, finde ich. Also der eine ist natürlich der Dieb, der sich durch die Nacht stiehlt. Der im Dunkeln agiert und der Richter, der eigentlich durch das Schwarze seine Macht zementiert und nach außen auch zeigt. Wir hatten die Farbe Schwarz ja schon mal, und zwar beim Witwer und bei der Witwe. Witwe. Ja, genau. Aber da gibt es jetzt keinen inneren Zusammenhang. Oder es ist einfach nur, einmal ist die Farbe der Trauer und hier ist es die Farbe der Macht, könnte man Die sagen. Farbe der Amtsmacht, ne? Es ist ja nicht die repräsentierende Macht, da wäre es der Rot, ne, der Herrscher, der ja das Rote repräsentiert. Und hier ist es eben die verliehene Macht des Richters.
Schwarz ist ja auch so als Farbe verkörpert die Würde, die Seriosität. Ne? Also wenn man zum Beispiel Businessleute anschaut, dann trägt man gerne Schwarz. Andere zieht, also Ja. so Farbtöne, die dann Weil helfen. es ist die Farbe, die man vielleicht am ehesten damit verbindet, dass etwas würdevoll, Seriös. ja, seriös ist. Hauptsache nicht bunt. Eigentlich müssen sie ja weiß tragen, ne? Farbe der Unschuld. Tja, das wäre das Gegenstück dazu. Aber der Richter ist ja wohl nicht unschuldig, sondern wahrscheinlich trägt er alle Facetten in sich. Man könnte ja sagen, Schwarz ist die Summe aller Farben. Also muss er allparteilich sein. Im Grunde genommen alle. Du weißt, der Richter verkörpert das Gesetz, aber er muss sich nicht ans Gesetz halten. Das heißt, wie er entscheidet, entscheidet er nach seinem Empfinden. Also ein Richter kann auch sagen, ja, okay, ist bewiesen, dass du geklaut hast, aber du kriegst trotzdem keine Strafe. Also die Höhe des Strafmaßes ist eine ermessene Entscheidet er. Frage. Aha, das ist interessant. Und wir haben ja bei uns haben wir ja eine Rechtsprechung in Deutschland, die sich sehr stark an ein Gesetzbuch orientiert, während man in den angelsächsischen Ländern ja gar nicht so Gesetzbücher kennt, sondern dass man eher auf frühere Gesetze, frühere Urteilssprüche zurückgreift und eher ein Erfahrungswissen aktivieren Dann kann. ist es halt dann wichtig, dass du dich erinnern kannst, wie mal ein Richter geurteilt hat. Ne? Und da kommen dann so wahnwitzige Dinge dann zusammen, dass dann ein Präzedenzfall viele hundert Jahre zurückliegt und die Grundlage eines modernen Gerichtsverfahrens sein kann. Also. Einmal der Vogel auf die Kutsche gekackt hat, ist jetzt mein Auto nichts mehr wert, weil der Lack kaputt ist, weil auch ein Vogel drauf Also, finde gekackt ich schon spannend, ja. Also, ich meine, da ist unsere Gesetzesprechung ist schon noch ein bisschen anders. Aber sie ist natürlich auch eine Nachkriegsgesetzgebung und hat natürlich viel, und da merkt man, dass die alten Demokratien und die alten Richter sich doch noch anders noch. Achtung. Achtung, Christoph, es gibt viele Gesetze, die wohl nivelliert wurden, aber die ihren Ursprung bei Bismarck haben. Oder ich erinnere, dass viele Schweizer Kantone ihre Verfassung auf Napoleon münzen oder von Napoleon geschrieben wurden. Oder also geschrieben von Napoleon. Er selber wird es nicht geschrieben haben, aber er hat die Ideen vorgegeben. Und das sollte man heute nicht vergessen, wenn man so auf diese Rechtsstaatlichkeit oder so, dann muss man immer ein bisschen gucken, woher kommt das Gesetz, wann wurde es richtig verabschiedet. Ja, und teilweise gibt es ja auch Gesetze, die sind so obsolet, das weiß auch kaum einer, und trotzdem werden sie noch durchgezogen, wie da sind wir gleich beim Thema Richter, weil Richter hat ja was mit Gerechtigkeit zu tun und damit auch mit Ausgleichen. Wenn ich zum Beispiel so dran denke, dass wir heute noch als per Gesetz den Kirchen von unseren Steuergeldern was abgeben müssen, als Ausgleich für die Säkularisation, für die Säkularisierung. Alle, die sagen, ich bin aus der Kirche ausgetreten, ich zahle keine Kirchensteuern, denen sei gesagt, ihr zahlt immer noch die Gehälter der Bischöfe, die werden nämlich aus der Staatskasse bezahlt, als Ausgleich Ja. für die Plünderungen in den Klöstern. Anfangs. Und alle fahren gerne nach Rom, besuchen den Vatikan und wissen gar nicht, dass der Staat Vatikan auf einer Legende beruht. Denn der Staat Vatikan beruft sich auf ein Dekret des Vaters von Karl des Großen, Pipin. Aber Pipin hat dem Vatikan das nie geschenkt. So viel zu Gesetzen, die auf Legenden beruhen. Aber interessant, also dadurch wird die Figur des Bitte. Richters spannend, weil also was ich gut finde, was du jetzt sagst, ist, der Richter auf der einen Seite verkörpert der Gesetze, sei mal dahingestellt, woher sie kommen, ob sie aus reiner Tradition basieren oder ob sie tatsächlich in einem Gesetzbuch stehen, auf die man sich beziehen kann, aber er ist immer auch einer, der sein Persönliches mit hineinbringen muss. Ja. Und das macht die Figur doch so spannend. Also, ja. Ich habe mal noch ein Bild mitgebracht,
dazu. Vielleicht passt das ganz gut. Da haben wir Oh. die Waagschale. Die ja eigentlich aus. Ich drehe mich ein bisschen rüber, dass andersrum, Genau. dann sieht man die Waagschale ein bisschen besser. Ja, das ist natürlich für den Richter sehr wichtig, dass er diese Gerechtigkeit verkörpert. Ich habe hier eine Frage gerade von Herzensmensch, die blende ich mal kurz ein. Wie ist der Richter in einer Legung zu deuten, in der es nicht um Urteil, Diebstahl und so weiter geht? Ich finde die Deutung für mich schwierig, wenn er in einer Legung auftritt. Herzensmensch. Das wäre die eine Lösung. Das ergibt sich für mich immer daraus, was um den Richter rumliegt, die Kombinationen mit anderen Karten. Und ich empfehle da einfach herzugehen und sich zu getrauen, alle 36 Bilder auszulegen, eine sogenannte große Legung zu machen und dann sich nur auf die Karte des Richters zu fokussieren und dann mal zu gucken, was liegt denn um ihn rum. Und aus der Kombination daraus ergibt sich schon sehr viel Antworten auf das Thema, auf die Frage von Recht und Gerechtigkeit und von daraus resultierender Ausgleichung. Also so als Stichwort Gerechtigkeit und dann eben auch, dass es um Ausgleich einer Sache geht, die ich vielleicht als ungerecht empfinde oder dass ich darauf achten soll, den Ausgleich zuzulassen, wiederherzustellen. Vielleicht bin ich selber derjenige, der nun bestraft wird, in Anführungszeichen. Ich finde, das Wort Strafe gehört natürlich auch in den Kontext, auch wenn wir es nicht gerne hören. Aber wer ein Ist ein Fehlverhalten. Resultat daraus. Ja. Ja, die Strafe ist ein Resultat daraus aus meiner Handlung. Und wer sie exekutiert, ist dann eben der, der die Strafe ergibt. Der Richter hat in den wenigsten meiner Legungen mit Wegnehmen zu tun, sondern er hat eher damit zu tun, wie gehe ich mit meiner Gerechtigkeit um, wie gehe ich, welches Wertigkeit hat das Thema Gerechtigkeit, nicht so das Wort, sondern das Thema. Welche Lebenseinstellung habe ich damit und wie gehe ich dann genau in diesen Kontext der Frage, die ich den Karten stelle, dann um? Oder was höre ich von den Karten vielleicht? Also ganz wichtiger Punkt, den du sagst, finde ich, dass man eben die Kontexte berücksichtigen muss. Also die Karten liegen ja in der Regel nicht alleine, sondern da gibt es Aufschluss drum. Und natürlich auch, wir müssen das Prinzip Richter auch abstrahieren von rein von Rechtsprechung. Es kann natürlich mal dafür stehen, wenn die Frage so gestellt wird, aber es kann auf der anderen Seite natürlich auch einfach um wie die Waage um den Ausgleich gehen. Also es ist in den wenigsten Fällen so dieser strenge, wie man es von Darot kennt, dieser König der Schwerter, der da mit dem Richtschwert oder es gibt Darstellungen von der Königin der Schwerter, wo sie einen abgeschnittenen Kopf in der Hand hält. Das ist er nicht. Er ist die Verkörperung der Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit, da haben wir in der Geschichte ja einige Beispiele. Ja, und bevor ich zu dem Beispiel komme, noch ganz kurz zu der Justitia, die da auch im Hintergrund zu sehen ist. Also hinter ihm ist die Justitia zu sehen. Ich halte die Karte nochmal hin. Ist die Justitia zu sehen, die, finde ich, eine interessante Figur ist. Auf einer Seite hält sie die Waage der Gerechtigkeit, sie hat auch das Schwert. Also das heißt, das ist sozusagen, es ist zwar noch gesenkt, aber es kann durchaus sein, dass sie es nutzen wird. Das ist dann die Form der Bestrafung. Und sie hat meistens verbundene Augen, die verbundenen Augen, die darauf abzielen, dass man ein Urteil ohne Ansehen der Person treffen sollte. Und ohne Ansehen sagt schon, ohne sie zu sehen, also ohne ihren Status zu kennen und so weiter, ob sie Mann oder Frau ist. Die Gerechtigkeit muss neutral sein. Ist natürlich die schwierigste aller Aufgaben, denn ein Richter ist auch ein Mensch. Und ich finde interessant, dass manchmal diese Justitia ohne Augenbinde dargestellt wird an manchen Gerichtsgebäuden. Das finde ich manchmal spannend, weil ich mir dann oft denke, was will uns diese Justitia sagen? Hier wirst du auch mit Ansehen der Person, je nachdem, wie viel Scheinchen du mir vorher über den Tisch geschoben hast. Das wollen wir nicht unterschreiben. Ja, oder eben die Justitia ist blind und urteilt nicht, wie wir es uns erwünschen und erhoffen und sagen, aha, weil du es dir richten kannst, ne, diese schöne
deutsche Redewendung. Hast du jetzt einen Freifahrtschein für alle Standarten, die sich man andere nicht erlauben würden? Und das ist ja das Spannende, weil ich eben blind bin, erkenne ich den Reichen oder Mächtigen nicht. Es ist der Unterschied. Du kannst es ja genauso gut umdrehen, weil die Justiz ja keine Augenbinde trägt, sieht sie die Gerechtigkeit. Ja, und vielleicht sieht sie auch, also für mich ist da der Unterschied zwischen stimmig und richtig. Es kann sich für mich stimmig anfühlen, es kann aber nicht richtig sein. Also das ist so ein bisschen das, wenn ich zum Beispiel sage, aber ich habe doch gar nichts gemacht, ja. Da heißt dann immer, Dummheit schützt vor Strafe nicht. Oder ich habe es doch nur gut gemeint. Aber auf der anderen Seite, das ist für mich dann stimmig, ja. Ich habe ihm das Messer in den Rücken gerannt, aber ich habe es doch nur gut gemeint. Auf der anderen Seite sagt Sonst die. hätte ihm an der Halsschlagader verletzt. Ne? So steckt es halt nur im Rücken. Also ich meine, ich weiß, ich werde da jetzt wieder ketzerisch für viele Leute da draußen, aber ich finde zum Beispiel, emotional ist ein schlechter Richter. Ja? Die Gefühle sind schlechte Richter. Da kann sich total stimmig für mich anhören, jemanden windelweich zu schlagen und grün und blau, aber vor dem Recht, das eben nicht gefühlsmäßig agiert, haben Gefühle nichts zu suchen. Also, ich Hat mag. aber nichts mit Gefühlskälte zu tun. Auch das nicht. Also das ist ja das, was du vorhin sagtest. Also es ist nicht Gefühlskälte, es ist der Versuch, die Balance herzustellen. Objektivität, die er wahren sollte. Sollte. So, jetzt schauen wir mal, was habe ich denn noch mitgebracht? Ich glaube, ich habe hier eine Geschichte mitgebracht. Oh, ja. Der wahrscheinlich berühmteste Rechtsfall der Geschichte, ne? Ja. Und zwar wo man eben sieht, dass Gerechtigkeit und Gefühl oft nicht sich grün sind. Ja, also die Geschichte von König Salomon, der richten muss zwischen zwei Frauen, die beide behaupten, das wäre ihr Kind. Und die eine sagt, die eine hat es mir geklaut, die andere hat gesagt, nein, es ist mein Kind. Und er sagt, gut, dann werden wir einfach das Kind in zwei Hälften teilen und dann kriegt jeder eine Hälfte. Und er erkennt die wahre Mutter darin, dass diese sozusagen, ich meine, was ja an sich ein grausamer Befehl ist, ja, aber er erkennt dann die wahre Mutter daran, dass sie sagt, nein, um Gottes Willen, das kann ich nicht zulassen, lieber gebe ich der anderen Frau das Kind. Oder, und die andere sagt, ja, von mir aus, daran erkennt er die falsche Mutter. Also, das heißt, da merken wir, wie dieser weise König Salomon, der natürlich eine ganz tiefe symbolische Bedeutung auf ganz vielen Ebenen hat, der Prototyp des Rechtsprechers ist. Also. Ja, wobei es nicht wirklich überliefert ist, ob es ihn wirklich gegeben hat. Ja, wie so viele. Also da können wir bei Jesus anfangen. Aber in jedem Fall. Ja, ich muss schon wieder vorsichtig sein. Aber es spielt ja keine Rolle. In unserem Bewusstsein existiert er und wir machen uns die Wirklichkeit nach dem, woran wir uns erinnern können. Ich Ist finde, ganz dumm. dass er auf alle Fälle eine spannende Gestalt ist in der Bibel und ja, in jedem Fall Prototyp des Richters. Jetzt müssen wir uns natürlich noch mit dem Dieb beschäftigen, der sozusagen auf der anderen Seite des Richterpultes steht, möglicherweise oder auch nicht. Andere Seite der Macht. Genau. Ich habe viel Bilder über Diebe gefunden. Ich dachte, ich muss dieses etwas lustige Comicbild nehmen, weil die anderen sahen wirklich so bedrohlich aus und ich wollte euch nicht in den Sonntag schicken mit maskierten Einbrechern, sondern ich habe mir gedacht, so stellt man sich doch einen Dieb vor, oder? Ja, der Dieb ist natürlich, wir haben natürlich viele, viele Diebe. Kennen wir, ich zitiere jetzt aus unserem Buch, da haben wir vielleicht den berühmtesten Dieb, der beliebteste Dieb, der den Reichen genommen und den Armen gegeben hat. Ich weiß nicht, ob du ein Bild von Robin Hood hast. Ja, und Robin Hood, der Klassiker, na, dargestellt immer mit dem, den hat es gegeben übrigens, ne, der war ein Adeliger, der
in den Sure. Kreuzritter, als Kreuzritter ausgezogen ist und zurückkam und alles war weg. Und dann hat er sich gerächt und hat in den Sherwood-Wäldern um Nottingham da eben geguckt, dass er reich wurde. Ob er wirklich so geteilt hat, ist mal dahingestellt, aber die Ge Geschichte haben wir wieder überträgt es uns, dass er eben so empathisch war. Insofern ist das auch wieder so ein Fall. Hat sie ihn gegeben, hat sie ihn nicht gegeben? War er wirklich so ein edelmütiger Mensch, wie es beschrieben ist? Spielt eigentlich historisch gesehen vielleicht eine Rolle, aber für unser Bewusstsein nicht, weil in unser Bewusstsein ist er eingeprägt als derjenige, der auch für Ausgleich sorgt. Er nimmt den Reichen und gibt den Armen, aber er ist einfach ein Dieb. Vor dem Richter würde er verurteilt werden. Und er hat es ja immer wieder geschafft. Wenn man der Geschichte glauben will, hat ihn schlussendlich eine böse Abtistin durch zu viel Aderlass das Leben verkürzt. Ach, tatsächlich. Also, Ach, das kennst du gar nicht? das wusste ich Wusstest nicht. du gar nicht? Ich kenne immer nur die Fernsehserie aus den 80er Jahren. Ja, da konnte man das mit Aderlass natürlich noch nicht reinnehmen. Genau. Also, sagen wir, für mich ist das so die reine Mythengestalt. Ich war mal im Sherwood Forest. Und das ist schon ziemlich lange her. Aber ich glaube, es wird sogar in Frage gestellt, ob er überhaupt dort war, ob das nicht ganz woanders gewesen ist. Also, wenn man historisch an die Geschichte rangeht, glaube ich, wird man ziemlich enttäuscht. Aber ich bin in den Wald gelaufen, habe nach Robin gerufen, aber er kam einfach nicht. Na, besser als wie wenn du ohne Brieftasche wieder rausgekommen wärst. Ja, der Meisterdieb, das ist so die nächste Stufe. Da sprecht ihr in dem Buch Ah. auch kurz an. Es gibt natürlich auch moderne Meisterdiebe wie Ocean's 11 und so weiter. Ne? Oh. Ah. Auch wieder mit wunderschönen Männern. Hast du ein Bild von diesen Nein, wunderschönen leider nicht. Ocean 11? Ich habe dann aufgehört, schöne Männer zu. Ich wollte uns einfach nicht so viel Konkurrenz machen. Das Ja, gut. Ist sowieso schwer. Aber da fand ich die ganze Hollywood-Riege, die man da sieht, wunderbar aufmarschiert und dann. Also ich muss ja zugeben, ich habe sie nicht so, mir gefielen die nicht so gut. Wer war da alles dabei? Brad Pitt ist, glaube ich, dabei und Ja, Sean Mr. Clooney. Clooney. Sean Connery ist, glaube Also ich, die gar ganze. nicht dabei. Aber Clooney, ja, genau. Also alles, was Rang und Namen hat, hat man dort aufmarschieren lassen. Also das heißt, der charmante Meisterdieb, der gewissermaßen so eine Art, ich weiß gar nicht, aber bei Ocean's 11, die haben das, glaube ich, schon zur eigenen Bereicherung getan. Die hatten also jetzt keinen höheren moralischen Auftrag, oder? Da war natürlich schon mehr die eigene Empathie dabei als wie die. Ja, ich glaube ich auch. Also das ist so ein bisschen das, was wir beim Dieb, der durch die Nacht schleicht, immer auch ein bisschen mitschwingt. Aber vielleicht kannst du zwei, drei Sätze zur Bedeutung des Diebs so ganz grundsätzlich sagen. Hat er auch so eine Bedeutung, die vielleicht in Richtung Meisterdieb geht? Oder hat er eher eine Nähe? Der Dieb hat zwei, wie alle Karten, hat er zwei Hinweise, zwei Ansätze, zwei Seiten. Die eine Seite ist, er stiehlt sich davon. Er merkt, seine Zeit ist gekommen zu gehen. Und dieses Zeit erkannt hat zu gehen, demonstriert er dadurch, dass er das einfach macht, um sich selbst zu schützen. Das ist das eine. Und die andere Sichtweise der Karte ist, er nimmt. Er nimmt aus eigener Überlegung, auch wieder aus Egoismus, weil er das Gefühl hat, er hat das Recht, dies zu tun. Das sind also die beiden Ansätze. Und auch hier ist wieder wichtig, was liegt als korrespondierende Karten, was liegt als Karten drumherum, wo ist die Vergangenheitsansatz, wo ist die Zukunftsansatz. Also man könnte vielleicht auch die beiden, ich blende jetzt mal einfach beide nochmal ein. Und ich mache das mal gleich hier im Hintergrund. Und umdrehen sollte ich sie auch noch. Am Kopf.
Das ändern wir. Also was beide gemeinsam haben, sie haben natürlich irgendwas mit Recht zu tun. Der eine bricht es, der andere stellt es wieder her. Ich finde das einen interessanten Gedanken, den du. Nimmt es sich. Der nimmt es sich, genau. Er nimmt es sich heraus, sagt man ja auch bei uns. Was nimmst du dir heraus? Das ist das, was der Richter dann wieder zusammenfügen muss. Was mich erstaunt bei den Karten, die scheinen mir ein bisschen bläulich. Ist das möglich? Ja, das kann sein. Oder ist das jetzt, Ich guck mal. ist das in der neuen? Also ich habe in unterschiedlichen Jahren die Orakelkarten gekauft. Und mir ist auch aufgefallen, dass die Kolorierung im Laufe der Zeit sich verändert hat. Bei mir hat das noch eher einen Grün. Ja, es verändert sich tatsächlich. Ich möchte euch das mal zeigen. Dieses Bild ist aus den frühen 90ern, habe ich die gekauft. Und das war die war beigepackt jetzt. Ja, Ah, da das sieht sieht. man schon den Unterschied. Ja. Also man kann es gut erkennen, dass da tatsächlich so mehr so ein Blaustich ist, auch beim Dieb vor allen Dingen. Ich habe jetzt nochmal die Farben ein bisschen nachjustiert, weil auch der Richter zu blau erscheint im Vergleich zum Original, aber er ist natürlich nicht so. So ist es, glaube ich, ganz gut Ja, abgebildet. super, das ist perfekt. Und Ja, wie da gesagt, sichtbar in seinem braunen Hintergrund. genau. Jetzt ist es gut. Ja, also da vielleicht so drückt das Braun auch ein bisschen so eine Wärme aus, die vielleicht so die Herzenswärme auch andeutet oder dieses doch Gefühlvolle, während der Dieb in der Nacht, der sich sein Recht nimmt, der glaubt im Recht zu sein, aber wahrscheinlich weiß, dass das nicht ist vor einem höheren Gericht. Was uns Das müsste. ist aber nicht sein Thema. Nee, ist nicht sein Thema. Er fühlt sich im Recht, das zu tun. Und da fragt er nicht, ob es dem, der es dann, dem es fällt, ob es ihm, ob der damit zufrieden ist, sondern der nimmt sich's einfach. Ja, spannend. Also ich glaube, wir haben beide Facetten dieser Karten ziemlich gut herausgearbeitet. Mehr dazu gibt es natürlich auch in eurem Buch. Da wird vor allen Dingen auch auf die Bedeutung eingegangen. Was mir immer gut gefällt bei dem Buch ist, dass es sehr pragmatisch ist. Das heißt, ihr bekommt auch so Schlüsselworte dazu geliefert zu jeweiligen Themen, die man vielleicht noch mit einfließen lassen kann. Aber ich finde, den wichtigsten Impuls hast du heute gegeben, wenn ihr mit den traditionellen Orakelkarten arbeitet. Ihr müsst immer die Kontexte, in denen sie auftauchen, mit berücksichtigen. So als Einzelkarte ist es, Ja. brechen sie noch nicht. Nee, es ist fast unmöglich. Denn sie geben nur ihre ganz einfache Aussage mal und die ist eben dann zu platt. Und ich würde einfach dann empfehlen, mindestens eine zweite Karte dazu zu ziehen. Okay. Und ich verrate ja, glaube ich, kein Geheimnis, wenn ich sage, dass du, Rui, und auch im Rahmen der Geheimnisakademie zusammen mit mir, dass wir einen Orakelkartenkurs wohl anbieten werden und vorbereiten, in dem es genau darum geht, nämlich nicht die einzelnen Karten nochmal, natürlich kommt ja auch vor, aber genau diese Kunst zu erlernen, es richtig zu kombinieren. Ich glaube, dass das ein wichtiger, wichtiger Punkt ist, der, glaube ich, die Freude an den traditionellen Orakelkarten vertiefen wird, wenn man da sich sozusagen drin schult. Und da denke ich, da werdet ihr sicherlich noch von uns informiert werden. Hier in dieser Serie geht es ja erstmal um die Karten im Einzelnen. Und ihr Wechselspiel in Paaren, das ist ja schon mal was. Wir haben das mal in einem früheren Buch kombinieren wie Nick Natterton genannt, Wie der Nick? berühmte Meisterdetektiv. Warum wie Nick Knatterton? Ja, weil der halt immer ganz knifflige Fälle bekam und die dann mit seiner, na, der hatte dann diesen Losspruch, kombiniere. Und so hat er dann die einzelnen Teile zusammengefügt. Ja, genau. Das ist klasse. Nick Knatterton. Das könnte ja dann, ich meine, wahrscheinlich dürfen wir das nicht verwenden, aber das könnte ja das Maskottchen dieser, diese, diese, die, dieses. Schauen wir mal.
Schauen wir mal. Wenn ich kurz unterbrechen darf, ich lese da gerade, dass eine Zuseherin sich jetzt kurz grüßt und ins Ballett geht, und da wünschen wir eine schöne Aufführung. Ja, liebe Kirsten, wunderschönen Spaß bei Männern in Strumpfhosen. Ich weiß, du hörst das nicht gerne, wenn ich das sage. Und du sagst, es gibt auch Männer ohne Strumpfhosen im Ballett. Aber das ist bitteschön meine erste Assoziation. Aber viel, viel Spaß natürlich. Ja, wir zwei, Rui, wir kommen auch langsam so Richtung Ende. Ja. Und es bleibt natürlich noch eins übrig. Wir haben natürlich auch ein kleines Orakel für euch in den heutigen Sonntag hinein. Und ich darf wieder, Rui, wenn du einverstanden bist, Sehr gerne. eine Karte ziehen und du ziehst eine Karte. Und ihr dürft euch für mich oder Rui entscheiden. Und das Ja, soll. dann interpretiert. Genau. Aber Rui ist sowieso derjenige, der sagt, was es bedeutet. Also egal was. Ich mische hier schon meine Orakelkarten und Ja, ich bin auch mit drin. das soll euer Tagesimpuls sein für heute. So, schauen wir mal. Okay, ich hab's. Und ich zeig schon mal meine. Einmal. Ah. Allgemeine. Okay, ich lege jetzt mal beide hier hin. Dankeschön. Den Priester. Das Schöne bei den Orakelkarten ist auch, dass es nur 36 sind. Da muss man nicht so lang suchen wie bei den, wenn man sie gemischt hat. So, Priester oder. In Hosentaschen, ne? Ja, genau. Priester oder Verlust? Also wer mich gezogen hat, da musst du schon ein paar nette Worte dazu sagen, Rui, sonst sind Ein mich paar nette Worte zum Verlust. Herzensmint nimmt Kirsten. Wir wissen nicht, was Kirsten gezogen hätte. Ja, nur gute Karten. Ja, der Verlust. Wir nehmen wahr, dass wenn wir Situationen, bei denen wir unsicher sind und zocken, wir vorsichtig sein sollten, nicht, dass wir als Verlierer vom Tisch gehen. Wobei es nicht sicher ist, wer schlussendlich hier gewinnt, denn wir wissen ja nicht, was die zweite, die rechte Person ausspielt. Es ist ja auch noch nicht sicher, was da passiert. Aber für den Tagesimpuls ist, überlegt euch gut, ob es zielführend ist, zu spielen, ob es zielführend ist, zu zocken, um dann gegebenenfalls den Verlust einzufahren. Also eine Warnung, oder? Es ist eine Warnkarte. Jetzt kann man natürlich auch die ganze Karte schön reden, aber das ist nicht Thema heute. Wir haben deine Karte Tja, und ich ganz war klar ein also. Hinweis für die Vorsicht. Ja, und der Geistliche, ja, passt gut zum Sonntag. Ja, jetzt könnt ihr sagen, wart ihr schon heute in der Kirche und habt ihr euch die Predigt angehört? Nee, es geht um euren Glauben. Es geht um euer, dass ihr euch mal fragt, was ist denn wirklich euch wichtig? Was ist euch heilig? Ja, dass ihr so wie dieser Geistliche seine Monstranz vor sich her. Also, eher was vielleicht auch eine Frage ist, die man sich vielleicht mal so für sich denken kann. Der Geistliche, der sehr, wir haben ja, wer mehr über den Geistlichen erfahren will, wir haben ja ihn bereits schon in einer Folge, in der letzten, das Kind und der Geistliche, da hatten wir die beiden ja, schaut euch da nochmal an. Und den Verlust dazu, den bekommen wir zwar noch, aber da habt ihr schon mal sozusagen einen Impuls. Ja, wunderschön, vielen Dank. Lieber Roy, ich denke, das sind Ja, doch danke auch. Tagesimpulse, die wir mal so wirken lassen und stehen lassen können. Und ja, ihr lieben Leute, ich, Viola schreibt, ja, ich bekomme Besuch von meinen Eltern. Ist das jetzt Verlust oder ist das der Geistliche, auf den du anspielst?
Und Charlie schreibt, ich nehme die Warnung an und setze erstmal keine zusätzlichen Garnelen zu meinen neuen Bettas. Was sind Bettas? Ist das was mit Fischen und Aquaristik zu tun? Ja, ich nehme an, weil wenn er Garnelen, also ich nehme nicht an, dass er das in die Pfanne gibt. Ne? Ja, also ich weiß nicht, was ein Betta ist. Ist das ein Fisch? Ja, Möglicherweise. vielleicht erklärt uns das Charlie noch, was das ist. Ich habe das auch Genau. noch nie gehört. Also von mir bekommst du keine Moralpredigt, lieber Christopher. Dafür fühle ich mich gar nicht berechtigt, zum einen. Und zum anderen, das Geistige, das Geistliche, das habe ich vor 40 Jahren abgeschafft. Genau. Wer glaubt von mir, meine Meinung hören zu wollen, dem sage ich es, aber ohne Predigt und ohne Moral. Und von Charlie erfahre Das heißt aber nicht, ich, sind Karten. das heißt aber nicht, dass ich keine Moral hätte. Genau, nein. Aber eine eigene Moral. Und die Kampffische sind es, das heißt sozusagen, du fürchtest, dass die Garnelen von den Kampffischen aufgefressen werden. Ich habe es mir andersrum vorgestellt. Oder so rum. Also Vorsicht bitte heute, wer den Verlust hat, der soll lieber nichts riskieren. Und ich werde mich auch daran halten. Ich halte mich da jetzt dran. Ich möchte mich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern bedanken, die heute so aktiv mit diskutiert haben und uns ihre Begrifflichkeiten oder ihre Sicht mitgeteilt haben. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Danke auch an dich, lieber Christopher, dass das immer so toll hinhaut. Ich setze mich einfach hin und schalte die Kamera an und das Mikrofon und dann geht's los. Also tadellos, wie auch bei Kirsten immer die Technik. Also ich bin da fasziniert, weil wenn man sich überlegt, wir sitzen doch einige Distanzen auseinander und wir reden hier und haben ja Studioqualität, wie ich sage es mal, wie das ARD-Fernsehen es auch hat. Und da gesehen ist das ganz große Klasse. Und an dieser Stelle danke an dich. Ja, sehr gerne, Rui, und Übung macht den Meister. Wir haben jetzt schon so viel Training mit all diesen technischen Dingen und trotzdem geht es immer wieder mal schief, vor allen Dingen unter rückläufigem Merkur. Aber das ist ein anderes Thema. Dazu findet ihr bei den Mantikern übrigens auch interessante Gedanken. Du hast mit Kirsten einmal was drüber gemacht zu dem rückläufigen Merkur. Also vergesst. Das machen wir im Prinzip schon. Da haben wir jetzt dann wahrscheinlich schon Folge 25. Ja, genau. Also schaut bitte auch bei den Mantikern auf dem Kanal vorbei, falls ihr das noch nicht getan habt. Und wir sehen uns demnächst wieder. Dann geht es weiter mit den Orakelkarten und da freue ich mich schon drauf. Und über alles Weitere informieren wir euch. Und für alle, die sonst noch nicht genug haben von Social Media, man findet mich auch unter Roe-Minus der Mantika. Auf Instagram. Und euch allen genießt die Sonne. Alle Links zu Rui findet ihr auch in der Beschreibung übrigens. Und es lohnt sich. In diesem Sinne einen wunderschönen Sonntag euch allen. Wir sehen und wir hören uns sowieso und ganz bald. Und never give up.